Die Leitidee des ehrbaren Kaufmanns lässt sich zurückverfolgen bis ins frühe Mittelalter, geht zurück auf die Hanse-Kaufleute im Norden und auf die Kaufleute im Süden Europas in Italien. Heute findet sich der Begriff des ehrbaren Kaufmanns im Gesetz der IHKs in § 1, wo die IHKs die Aufgabe haben, zur Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns steht dafür, die theoretischen und praktischen Fachkenntnisse zu ergänzen, um personale Tugenden wie Aufrichtigkeit, Fleiß, Ehrlichkeit, aber durchaus auch ein wenig Demut. Letztlich geht es beim Leitbild des ehrbaren Kaufmanns darum, nicht Gewinn zu Lasten Dritter zu machen. Der ehrbare Kaufmann ist nach meiner festen Überzeugung zeitgemäßer denn je, gerade heute, wo wir ausgelöst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre einen deutlichen Vertrauensverlust in die Wirtschaft spüren, ist es umso wichtiger, dass sich Unternehmen, dass sich die Wirtschaft insgesamt als relevanter Partner für die Gesellschaft darstellt, das auch entsprechend kommuniziert. Und da kann der ehrbare Kaufmann ein wichtiger Orientierungspunkt sein, um im Tagesgeschäft die Herausforderungen gut zu meistern. Die IHK thematisiert den ehrbaren Kaufmann auf den verschiedensten Ebenen, im politischen Diskurs, aber auch im Diskurs, im Gespräch mit unseren Mitgliedsunternehmen. Wir publizieren zum ehrbaren Kaufmann. Wir führen Diskussionsrunden durch, um das Thema immer wieder aufzugreifen und wachzuhalten. Die IHK wirbt für den ehrbaren Kaufmann auf den verschiedensten Kanälen. Ein Beispiel möchte ich bringen, das ist die Selbstverpflichtungserklärung, die wir seit kurzem zur Verfügung stellen, unseren Mitgliedsunternehmen, in denen sich die Mitgliedsunternehmen selbst verpflichten können auf die Einhaltung des Leitbildes, der Leitsätze des ehrbaren Kaufmanns und auf die Prinzipien des UN Global Compact.